damit hallo und herzlich willkommen zurück zur Pokémon Rascal Ruby Nassau Challenge. Ja, nachdem wir letzte Folge von Jördis mir ein paar Punkte verloren haben, oder bei Jördis ein paar Punkte verloren haben, muss ich das Team umbauen. Ich habe mal alle bis 56 gemacht, trainiert. Phoenix ist so wie er war. Turkis ist auch a Fame. Wir haben jetzt neu drin unser Zwirfins. Als nächstes zusätzliche defensive Wall, vor allem mit Leithelle, was sehr cool ist. Ja, we will see, ne? Und wir haben jetzt neu drin, was ich, wo ich ein erschrocken war, dass er so defensiv so stark ist. Piondragi. Gift und Licht hat nur eine Schwäche, nur Bodenschwäche. Da haben wir aber Switch uns mit Zwirfins jetzt oder auch Gastrodon. Ja, interessanterweise den Nassschweif gelernt, also per Attacken erlerne. Hätte auch so die Zähne und so. Aber ich habe ja da vielleicht so einen Nassschweif. Wenn, würde ich mal auf Hard of Hard kommen und dann Bodenmon reinkommen, wie vielleicht vorher mit Klaumützer aufgesetzt haben, weniger Genauigkeit. Dann sollte man so einen Bodensteinmon eigentlich auch one-shotten damit. Weil, guckt euch mal den Bizeps an, ne? Ja, Zebus ist wieder mit dabei. Der halt unglaublich böllert immer noch. Voll krass. Ja, und natürlich unser Gastrodon, was, ja. 1 auf 58, weil der letzten Kämpfe, also ich setze ihn ja nicht runter wieder. Die anderen zwischen hoch hinterher. Gut, das ist unser Team, mit dem wir jetzt, oh, falscher Knopf. Mit dem wir jetzt reingehen und wir jetzt nach rechts übers Meer surfen. Oh, oh, ich muss da oben hin. Ich tue mich jedes Mal. Und zur nächsten Stadt geht's dann, wo es dann auch theoretisch der nächste Orden ist. Ja. Wenn auch der Weg nichts passiert, kann ich gerade raus und wenn irgendwas Cooles kommt, weil jetzt sind nämlich hier oben weg, können wir nämlich jetzt durch, dann nehme ich mit und sonst, ja, einen Cut und dann, ja, let's go, ne? Oh, das ist Route 124, gibt es einen Encounter? Wenn hier ein Pokémon spawnt, also gibt es hier Pokémon? Also im Aussehen. Azumarill? Aber es war doch nicht das Geräusch von Azumarill. Aber Azumarill wäre schon cool, muss ich sagen. Ah, Mantax. Mantax. Mantax überlebt einen Schattenstoß, oder? Weil nicht angreifen bringt halt nichts at this point, I think. Ja, Half-Life ist leider schon fast schon ein bisschen zu viel Damage, TBH. Ja, okay, haben wir einen Mantax-Encounter. Beute. Ein Tauchball für dich. Entschuldigung, jetzt für viele Wasser-Encounter und so, ne? Wegen den ganzen Wasserrouten und so. Ja, wir haben Mantax gefangen. Ja, und ich würde sagen, ich schmeiße hier weiter nach Osten. Und dann gucken wir weiter, ne? Nehme ich euch dann wieder mit, wenn es Interessantes kommt und so. Oh, wir sind jetzt hier in Moosbach City. Hier gibt es wieder ein Pokémon. Boah. Sound? Hm. Oh. I don't want to go on the land. Was gibt's denn hier in Moosbach City? Hier gibt's ein. Oh, Memolider. Den haben wir schon. Das Memolider. Wenn wir hier angeln. Ja, Kalivana haben wir auch schon. Also immer Tide auf jeden Fall, ne? Das ist jetzt, es gibt glaube ich nur, gibt's für die beiden? Das finde ich jetzt sehr doof, muss ich sagen. Weil dadurch fehlt uns das wichtige Encounter wahrscheinlich. Also,
anzeigen tendenziell. Wer weiß, was wir noch brauchen, weil wir haben in den letzten Folgen einige, die wir uns verloren. Ich denke, hier so gibt es einfach nur Marmolida zum Schwimmen. Und angeln nur Kani, Werner, wahrscheinlich auch ein Dido vielleicht auch, keine Ahnung. Wir angeln noch einmal. Und wir gucken, ob es da noch ein Buchen gibt, was so, aber irgendwie kommt da nichts. Ja, das haben wir jetzt erstmal alles, erstmal Species Claws, so, ne? At this point. Dementsprechend fällt das weg. Ich weiß aber auch nicht, ob wir auf Dolly überhaupt brauchen. Wer weiß, keine Ahnung, weiß nicht, wie schlimm es noch wird. Tendenziell sehr schlimm. Ja, okay, nochmal wieder. Ja gut, dann lassen wir den Encounter jetzt hier erstmal, weil, ja, Species Claws sagt nö. Na, schade. Ja gut, ab in die Stadt, let's go. So, ich habe jetzt einmal die komplette Stadt durchgeguckt, hier Muspa City. War nichts krass und ist eigentlich gar nichts. Okay, wir haben einen scheues Mantax mit Wassertempo, okay, ja. We take it, würde ich sagen. Ja, und ich würde sagen, ich mache jetzt mal das Team für die Arena, ne? Weil jetzt geht's in die Arena. In welche Pokémon wir reingehen werden, wa? Okay, auf, let's go. So. Unser 6er Squad steht für die Arena. Wir haben zuerst einmal Mobitest drin mit der Wegsperre, genau aus dem Mund und dann halt mit Lichtschild Reflektor. Der kann Niederkontinierer lernen durch den Attacke lernen, was sehr krass ist. So. Ich glaube, dass es ein Duokampf ist. Dementsprechend hat er auch direkt im Lead mit unserem Mega Toaido. Der erste Runde nicht Mega wird, sondern erste Runde Schutzschild, um den Tempo-Schub zu bekommen. Und zweite Runde Mega, weil als Mega der Titankiefer. Und dann soll der einfach nur böllern. Dann ist der schneller als alles andere. Turkis mit drin. Na, kennen wir schon. Zwiebels haben wir auch in der Folge schon gesehen. Wir haben Tengulis mit drin. Der leider echt nicht so geil Attacken lernt. Wir gucken mal, ob der was machen kann. Und unser defensives Drift Zeppeli jetzt mit Orkan und auch Schutzschild. Mit Water, der ein bisschen defensive Stärke dazu bekommen kann. Ja, und das sind unsere 6 Mons. Ich muss sagen, ich gehe in die Arena, ich mache die Vorkämpfe fertig und... Ach so. Die Leiter, guck mal, ich muss das mal kurz hier. Patrick und Metze. Das sind die Leiter. Deswegen glaube ich, dass es ein Duokampf ist. Und das sind nämlich die beiden, die den Hack erstellt haben. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen die Hackersteller. Ja. Yeah. Das wird... ein schwerer Kampf. Okay, let's go. Rein in den Kampf. So. Wir sind hier oben angekommen. Es gibt eine kleine Änderung. Also ich habe alle auf Level 61 gemacht. Voll 20 Cap. Denke ich mal 61 soll passen. Ich habe auf Tohaido die Schafzahn gepackt. Weil ich weiß nicht warum. Ich kann Tohaido nicht megern. Also ich habe geguckt, der ist auch volle Freundschaft, was man ja braucht für den Mega. Ja, das heißt, der Toaidonit wäre halt einfach gewastet bei ihm. Sonst der Rest ist so geblieben, alle ein bisschen hochgelevelt noch und ja. Und ich verstehe nicht warum. Die sehen krass aus. Ist das einer Fee und einer Unlicht? Oder einer Psycho und einer Unlicht? Weil wenn einer Psycho und einer Unlicht, das wird dann eine Schnappig, ne? Ja, we will see. Aber jetzt kann ich mir vorstellen, dass irgendwie 3 Psycho, 3 Unlicht bei uns. Oh Mann. Eigentlich eine Psycho-Arena. Hm. Ja, hehehe, na, bist du überrascht? Was guckst du so, Alter? Ja, wir sind es und warten schon, dass du kannst da in Ruhe spielen. Dass du weit gekommen bist, ist erstaunlich. Aber egal, wie gut du auch bist, hier wird die Nuzlocke enden. Oh. Denn wir werden dich zerlegen. Ja, die blauen Augen, Alter. Zeig uns, was du bis jetzt gelernt hast. Zeig uns deinen besten Kampf.
mal ganz blöde Frage, ist mir auf. Ah, genau, sind die beiden Leckerste, Patrick und Metzel. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nach Tarum sind ja einer Psycho, einer Unlicht. Ach du. Okay, Was mir ganz so aufhört, dass zwei Trainer sind, ne? Haben die zwei Megas und wir haben immer noch kein Mega? Nachtara wird supporten, ne? Und Psyana wird offensiv draufstallern, ne? Das heißt, wir schutzschilden. Und wir hauen hier ein Lichtschild raus, weil Psyana offensiv gehen wird, ne? Und die können nicht auswechseln, wegen Morbites. Eine Mondgewalt, yo. Ich hab's mir schon was gedacht. Nachtara auch ein Lichtschild. Okay, Lichtschild ist für mich okay, weil... Mit Tuaido werde ich... Mit dem Knirscher den doch... Ich würde so gerne Megan jetzt, ne? Oh mein Gott. Ich hoffe, dass er einfach killt. Wenn nicht, ist Tuaido eh tot. Deshalb dann möchte ich trotzdem Psyana rausnehmen. Wir machen erst die Psycho-Seite weg, ne? Weil Nachtara können wir erstmal stehen lassen. Und da können wir nachher mit Teo gekissen, weil der Dachtara wird nicht offensiv krass gut sein. Dann können wir da immer mit Zwiefelns und Zeppeli reingehen. Das heißt, wir machen jetzt erst die Psycho-Seite down. Aber der Knischer sollte eigentlich killen, es sei denn Fokus gut oder so. Ja. Okay, dann geht die Tracht einmal auf Nachtara. Ist in Ordnung. Denke ich. Vielleicht kriegt er sogar den Frostbrand. Oh, der... Schmorz, ich hätte... Oh, ein Crit! Ich hätte doch Reflektoren sollen. Ich hätte Reflektoren sollen. Oh, fuck. Oh. Mein Plan mit, ich hau erst die Psycho-Seite raus, ist nicht so gut glücklich gelaufen, wa? Wir eisern Trigefalo und ich würde sagen, gehen auf Turkis, ne? Wenn jetzt ein Schmorzer kommt... Und sonst kann Turgis nachher auch die Gefahrlo killen im Endeffekt Notfall, ja. Ich weiß, die haben noch Lichtschild, wir aber auch. Aber die haben länger, weil die hat bestimmt Lichtleben, ne? Den ich nicht habe. Der Eiszahn sollte nicht killen, aber der bei weitem nicht zurückschreckt. Alter, was? Eine Beere. Klar. Finsteraura ist Wumpe für mein Turgis. Schmarotzer auch. Aber er hätte auch mal zurückschrecken können, ne? Ich würde es nur mal ganz kurz gesagt haben. Tuaido geht jetzt einmal auf Nachtara mit Kaskade. Weil der Diebeskuss wird halt Trifalo safe killen. Stopp, wird das? Moment, der wird nicht safe killen, der hat Lichtschild draußen. Aber Nachtara wird jetzt auf Tuaido, das heißt, ich schutzschilde in der Runde, weil Trifalo hat zwar wahrscheinlich eine Lichtkanone, aber die wird nicht. Doch, wenn er die, warte, wenn er die hat, wir machen das so. Oh, Nachtara, gut, 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 dass wir nicht geschützt haben. Sehr gut. Der Eiszahn, immer noch die Flinch-Chance, ne? Und er macht genug Damage, dass auf jeden Fall... Und der Freeze. Freeze war vielleicht sogar wichtig, weil sonst hätte eine Lichtkanone rausgekommen. Oder sonst wäre eine Lichtkanone rausgekommen. So, Turkis und Tuaido stehen da jetzt beide full life. Das ist sehr gut. Und Tuaido ist einfach auf plus 1 Million Initiative. Und hier knischt doch einfach das Lashokin weg, oder nicht? Mit einer Finsteraura zusammen. Okay, der killt. Ich war. Ich gesagt, ich will lieber noch mit drauf gehen. Dann geht die Finsteraura jetzt halt auf nach Tara, aber es ist egal. Vielleicht flincht der oder so. Aber der Damage ist... Oh, der flincht ja, guck mal. Und der Schild ist weg. Sehr schön. Auf beiden Seiten. Oh, Calamanero ist böse. Weil der macht jetzt einen... Kraftkoloss auf Tuaido und geht auf plus 1 Death und plus 1 Angriff, ne? Das heißt so eigentlich schutzschilde ich jetzt mit Tuaido. Damit er mich nicht halt nicht killen kann. Und ich diebe Kusskusse mit Togekiss. Und dann sollte ich nächste Runde ihn einfach killen können. Oder?
Locus Diuscus, mindestens Half-Life. Oder fast tot. Sehr gut. Der ist ein Leben oben, der macht den Gang gut, okay. Ist egal, nach Dings. Twilio killt ihn halt auf Dauer sowieso. Also der ist mir eigentlich relativ Fumpe, muss ich sagen. Aber jetzt kann ich ja Kaskaden und wieder auf Flinch hoffen. Und hier antikrafte ich jetzt. Weil ich könnte einen Omni-Boost bekommen. Und danach kommt sein Mega, das Mega von dem Ball. Warte mal, warte. Andersrum wäre das... Nee, das... Ich will Omnibus haben vielleicht. Okay, der Top-Genes ist okay. Wenn ich Omnibus bekomme, ist es trotzdem gut. Und den könnten wir jetzt... Ja, killen wir den nicht, aber... Omnibus? Turkis? Ja, jetzt ist der Shit da, ne? Ja, wie ich schon mal sagte, ne? Man kriegt so selten einen Omnibus mit Turkis. Das ist so krass einfach nur. Wir Schutzschilden, weil wenn er jetzt trotz doch nochmal auf Kraftkoloss geht, weil Tohaido jetzt nicht sterben muss an sich. Nach Tarschusche auch, ist sehr gut. Der Debiskus wird nicht killen. Ja, weil er nicht Lichtschild. Okay, da kommt wieder Flammenwurf. Ist doch eigentlich, solange kein Burn ist, eigentlich voll fein für mich. Aber warum spielst du Ich verstehe das Calamanero nicht. Wir können jetzt nochmal einen Omnibus bekommen. Okay, der heilt wieder. Der verbraucht seine ganzen Healer-Items bei Calamanero. Das ist doch gut eigentlich für mich. Oh, der killt noch nicht. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut, dass er nicht killt. Wow! Der Schmarotzer hat mehr Damage gemacht, als ich jemals erwartet hätte. Na, du machst Schutzschild. Und du Diebeskuss jetzt wieder auf Calamanero. Okay, der Schmarotzer, oh mein Gott. Das war unerwarteter Damage, bin ich ehrlich. Ja, aber der Flammenwurf war abzusehen ist eigentlich, weil der ganze Flammenwurf macht auf Turkis. Und Schmarotzer, der schützt sich selber. Aber jetzt kill ich doch einfach beide. Ich kill jetzt einfach beide. Und hab dann ein volles Team von jeweils 2 gegen 1 gegen das Mega. Ich könnte mir vorstellen, Mega Metagross, muss ich sagen. Was ich mir gerade so überlege wegen Psycho-Arena. Aber eigentlich ist doch einfach Mega. Einfach beide killen, oder nicht? Und hier auf einen Omni-Boost hoffen. Wenn es Metagross ist, werde ich eh rausgehen müssen. Aber da habe ich ja noch 3 Mons, die full life sind. Aber Omnibus haben, wenn es anderes Mega ist, ich weiß gerade kein anderes Mega Psycho, Vitalis. Aber Vitalis hatten wir schon in der Kampfarena. Vor allem, die sind alle Level 62, fällt mir gerade mal. Ich hatte killt nicht, lol. So, jetzt haben wir einen 2 gegen 1. Turkis Level 62, sehr schön. Wir sind an der Level Cap angekommen. Und Lichtschild ist weg, das ist wichtig. Und ein mega Hundemon. Moment, Flammenwurf, Finsteraura. Was hat er noch? Solarstrahl, Strauchler. Also er zählt Pflanzen-Coverage. Das ist. Da bin ich mir relativ sicher eigentlich. Was hat er noch? Psycho-Attacken, aber die sind at this point komplett Wumpe. Ne, so als normales hat er einen Feuerfänger als normalerweise Fähigkeit. Ich weiß nicht mega, was der da für eine Fähigkeit hat. Keine Ahnung. Aber, Hat der was für Turkis? Kann er eine Lichtkanone haben? Könnte ich mir gut vorstellen bei dem, muss ich sagen, ne? Boah, eine Matschbombe? Hat er nicht auch Gift-Coverage? Spukball fällt mir noch so ein.
Also wenn der kein... Ist, warte mal. Boah, ich würde gerne mit Toido angreifen, ne? Aber ich habe Angst, dass der jetzt einfach Toido rausnimmt. Aber wäre das so schlimm für uns at this point? Weil wir haben halt den Schafzahn und mit Kaskade haben wir doppelte Flinch-Chance, ne? Und ich bin ganz ehrlich, ich glaube, ich würde lieber mit Turkis rausgehen, aber eine Nullrunde machen mit Schutzschild und Turkis rauswechseln. Aber wen gehe ich mit Turkis denn? Oh, Moment. 188 Spätzdef. Der hat nur 89, aber... Ach ne, versteckte Verfolgung, versteckte Spezialattacken. Ja, ist hier Finst unser Switchen at this point erstmal, ne? Obwohl eigentlich hier Finst... Also... Ich will Turkis hier nicht verlieren. Das ist von den 6... Und sie wird es eigentlich auch nicht, bin ich ganz ehrlich. Ich kaskade hier einfach. Hier hätte ich gerne einen Schutzschild jetzt. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist Turkis schneller als das Mega-Hundemann, was der sein wird? Ich würde es nicht riskieren, ne? Auf ein Full Life Tank. Warte, warte, das Schlimmste, was kommen kann, ist eine Giftattacke. Der wird jetzt auf Turkis niemals eine Unnicht und niemals eine Spuckelattacke machen. Habe ich hier ein Schutzschild? Ja. Das heißt, ich gehe jetzt auf Drift Zeppeli. Wenn eine Giftattacke kommt, tanken wir das. Wenn der jetzt auf Toido geht, wäre das Worst Case sozusagen. Dann wäre Toido tot. Aber Toidos Tod nehme ich jetzt das Point in Kauf. Vor allem, ich kann den nicht mega nicht verstehen. Ich weiß, was das für ein Bug ist in dem Game gerade. Vielleicht killt das sogar auch. Okay. Ich habe mir Sorgen darum gemacht, dass ich den nicht kille. Bist du etwa der Pokémon-Profi? Wir haben gehofft, dass du es schaffen wirst. Wäre ja sonst schade, wenn es vorbei wäre. Das stimmt, fände ich auch. Das wäre unglaublich schade, wenn es vorbei gewesen wäre. Jetzt haben wir den 7. Orden und wir haben halt at this point keinen auch verloren. Und wenn er mal kurz die Level Cap, weil es jetzt nämlich jetzt 67. Okay. Also für den nächsten Orden. Ich bin stolz, dass du so weit gekommen bist, aber nun fängt der ganze Spaß erst an. Grüße dich auf deinen Weg. Und an der Stelle Grüße an die Schlingel-Community. Ja! Grüße raus an die Schlingel-Community. Jetzt. So. Danke für den krassen Support. Hier, nimm das Gedankengut, okay? Du weißt eh, was man damit tut, du Profi. Hier vom TM-Gequatsche kommen wir zu dem wichtigen Punkt. Ihr hier auf YouTube, liked das Video. Lasst das Video explodieren. So machen das wahre Schlingel. Hier sollte also jetzt noch ein bisschen Text sein, aber ich, Juli, habe den Originaltext gelöscht und finde den nimmer. Die Worte hatten wir aber jetzt auch schon. Vielleicht nutze ich die Chance mal für versteckte Eigenwerbung. Nö, sowas tut man nicht. Aber ich muss diesen Platz mit irgendwas füllen. Egal, Leute, genießt doch dieses Projekt und zeigt unserem Boy doch ein bisschen Liebe. Okay, das ist geil. Ach ja, das Geschenk bekommst du ein neues Encounter-Foto 102. Den wirst du für das Endgame brauchen. Moment, Route 102? Wieso kann ich hier nicht... 102 war doch da, wo die Charter gibt, ne? Also wo ich für Nexus... Warte mal, das muss ich mal ganz kurz... Ich muss kurz für Nexus... Was geht hier vor sich? Da im Meer, da kommt ein Säule aus Licht aus dem Meer. Schau nur da drüben, was passiert denn in Richtung
Route 128. Auweia. Sowas Verrücktes. Einfach unglaublich. Uai, Hilfe! Das ist das Ende der Welt! Alles in Ordnung, Nico. Nur keine Panik. Es wird alles gut. Nico! Route 128. Uff, ich bin total starr vor Schreck. Was war das eben für ein grelles Licht? Es kam aus der Tiefe. Stimmt's? Oh-oh. Chucky, Patrick und Metzler haben mich wissen lassen, dass du bei ihnen in der Arena warst. Ich wollte eigentlich einen Besuch abstatten, wenn du schon in der Gegend bist, aber dann ist diese Sache passiert. Verstehe. Komm erstmal mit zu mir nach Hause. Das ist mein bescheidenes Zuhause. Ja, ich weiß, es ist recht leer und versprüht nicht gerade viel Charme. So habe ich auch nur selten Besuch. Aber lass uns nicht lange um den heißen Brei herumreden. Halten wir doch mal ganz genau fest, was hier eigentlich vorgefallen ist. Dieser Erdschuss eben. Und dann noch dieser ohrenbetäubende Lärm. Das sind zwei eindeutige Zeichen dafür, dass das Siegel tief unten im Meer aufgebrochen wurde. Oh nein. In einer seit langem versiegelten Höhle am Meeresgrund nahe Route 28 ruht ein urzeitliches Pokémon. Das Siegel am Eingang zu dieser Tiefseehöhle entstand mit Hilfe der Kraft eines bestimmten Pokémon. Doch durch die Arglist einer Gruppe von Schurken scheint der Bann des Siegels nun gebrochen worden zu sein. Worauf diese Schufte es abgesehen haben, liegt auf der Hand. Sie wollen das urzeitliche Pokémon erwecken und seine Kräfte für ihre eigenen Schandtaten missbrauchen. Chucky, geraten das urzeitliche Pokémon und seine besonderen Kräfte in die Hände dieser Gauner, wird das natürliche Gleichgewicht der Welt gestört. Unser Planet und alles Leben darauf wären somit unvorstellbaren Gefahren ausgesetzt. Es ist meine Pflicht, alles in meiner Macht Stehende zu tun, um das drohende Unheil abzuwenden. Doch allein bin ich nicht stark genug. Deshalb möchte ich dich bitten, gemeinsam mit mir gegen die Schurken von Team Aqua und Team Magma zu kämpfen. Legen wir ihnen ein für alle Mal das Handwerk. Noch besteht ein letztes Fünkchen Hoffnung, dass wir diese auf den ersten Blick aussichtslose Situation unbeschadet überstehen. Dies hier möchte ich dir anvertrauen. Der Taucher lässt sich im Gleiten eines Pokémon aus auf dem Meeresgrund abtauchen. Und damit du auch dort an der Seite des Pokémon bleiben kannst, gebe ich das hier noch. Das Steven Atemgerät. Irgendwo wurde du hier ein. Okay, tiefste Höhle. Sobald ich meine Aufgabe hier erledigt habe, folge ich dir. Halte du die bitte so lange Team Aqua und Team Aqua in Schach. Verlass mich auf dich. Ja, das wird die Story für die nächste Folge, wa? ich mir gesagt habe, ich wollte mal kurz gucken, 100 Route. Also der Kampf. Ich glaube, der war für euch auch. Oh, ich bin da falsch geboxt. Einfach als erwartet, TBH. 102, ja, da wo die Starter sind, genau. Die Leute kriegen noch einen Starter. Krass. Als Beispiel sind Logok. Wir haben Logok nicht, ne? Logok wäre unglaublich krass. Ja. Ja, aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten zu diesem krassen Metzelkampf. Also, Patrick und Metzelkampf. Und nächste Folge geht es dann darunter. Bis zur tendenziell vielleicht mal eine Folge mit ein paar Encounter erstmal holen, eventuell. Ab. Noch eine Frage. Da wird es ja gegen das urzeitliche legendäre Mon gehen. Sollen wir das legendäre Mon nutzen? Schreibt mal vorher, also wollen wir das fangen? Schreibt mal bitte vorher in die Kommentare, ob ich das fangen soll oder nicht. Und vor allem, wenn wir es fangen, sollen wir es einfach meistens fangen? Na, oder sagt ihr, hey, nee, legendäre Punkte lassen wir weg, wir nutzen das nicht und dann töte ich es einfach. Ja, schreibt mal, wie ihr es mal findet. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Einen schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Und tüdelü.